Die Märkte sind relativ skeptisch, was die Sinnhaftigkeit dieser Fusion angeht. Politisch ist das zweifelsohne gewollt. Jedoch ist das, was die Politik gerne hätte, nämlich ein großes, starkes Finanzinstitut, nicht dadurch garantiert, dass eben diese beiden Institute miteinander fusionieren. Und es geht auch hier um Arbeitsplätze, denn Arbeitsplätze müssten eben deutlich abgebaut werden, damit das Ganze eben sich auch rechnen würde. Und damit einhergehend, glaube ich, wird es zwar politisch gewollt sein, dennoch wird es noch ein steiniger Weg. Also rein bilanztechnisch und mitarbeitertechnisch würde die neue Bank natürlich zu den Top-Größen in Europa gehören. Das ändert aber nichts daran, dass, wenn man sich die Marktkapitalisierung anschaut und den Verdienst anschaut, es weiterhin eher keine große Bank wäre. Denn wenn zwei Institute, die Probleme haben, sich miteinander vereinen, dann wird daraus noch lange nichts Großes. Und unter dem Strich heißt das, man muss sich genau eben anschauen, inwieweit das denn überhaupt Sinn macht. Ich und viele Experten haben da so ihre Zweifel. Super.